Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Pete Walker, willkommen zu einer weiteren Folge von Forza Horizon 2. Heute geben wir dem Wunsch von Carsten nach und der hat sich gewünscht, die Schwester von der Lotus Elise, nämlich die Lotus Exige oder wie auch immer, dass man sie ausspricht, ich weiß es bis heute noch nicht, spielt auch keine Rolle. Diesen Wagen nehmen wir, tunen ihn auf A800, das hat er mir auch vorgeschlagen, und werden mit diesem Fahrzeug die Races absolvieren. Wird wieder eine spannende Sache, das kann ich euch versprechen. Und wir machen natürlich das, was wir letztes Mal nicht mehr zusammengebracht haben, beziehungsweise was ich letztes Mal verloren habe, den Flug oder das Race gegen den Sprühflieger, der da ziemlich flott unterwegs war. Und wie das Ganze ausgeht, das seht ihr jetzt. So, wo ist er denn, der kleine Flitzer? Da haben wir die schon. Lotus Exige, wie auch immer, dass man es ausspricht. Den nehmen wir gleich da, diesen kleinen Flitzer. Ist ja ein verwandtes Gerät zur Lotus Elise, nur eben hier als Fließheck. Jetzt schauen wir, was nehmen wir denn? Das Design gefällt mir schon ganz gut. Es ist auch ganz putzig da mit der Apfelblüte drauf. Auch hier ganz grell. Was haben wir denn noch Schönes da? Wieder mal die übliche sinnlose Frage, welches Design. Oh, das schaut auch lässig aus. Immer wieder fasziniert, was die Leute da so zusammen fabrizieren. Ja, ich würde sagen, ich nehme diesmal ein bisschen was. Ja, entscheiden kann ich mir nicht so richtig, gell? Aber ich glaube, ich wäre, ja, so abartig es vielleicht irgendwo klingt, den da nehmen. Schauen wir uns mal Natur an. So Manga-mäßig, glaube ich, so nennt sich das dieses Zeug. Ja, das ist ein richtiges Mädchenauto, das weißt du, was denn nehmen wir. Komm, da machen wir wirklich auf Mädchen. Obwohl eben die Frage ist, mit der Emanzipation dürfen wir auch mehr Männer mal sowas haben. Das ist ja ganz klar. Ja. Nicht nur die Frauen, das sind typisch Mädchen, sondern auch wir Männer. Wurscht, kaufen 76.500 Credits. Das können wir uns leisten. Ja, mal schauen, ob wir die Events mit diesem Vehikel hier absolvieren können. Das Ganze mit erhobenen Hauptes oder mit gesenktem Kopf. Mal schauen. Lass uns überraschen. So, das Auto haben wir. Jetzt brauchen wir nur mehr die Events dazu. Und wir haben ja noch ein Event offen. Das habe ich euch versprochen, dass ich das diesmal mache. Und zwar diese Sprühflugzeugdingens. Das müssen wir noch hinter uns bringen. Zuerst rasen wir mal zum nächsten Spot. Und das Ganze hier mit Fullspeed. So, sammeln Nizza Masena. Schauen wir mal, was sich da jetzt auftut an Events. Aber natürlich müssen wir auch unseren. Das ist die Extreme Track Toys Meisterschaft. Wir benutzen das Wort extrem nicht oft, aber einige Wagen in dieser Klasse sind der Hammer. Aber das weißt du bestimmt schon. Okay, such dir ein Rennen aus, um mit der Meisterschaft anzufangen. Jo, bevor wir das machen, müssen wir natürlich unser Vehikel ein bisschen zusammenschrauben. Wie seht ihr, meine üblichen Modifikationen. Mal schauen, was hier zu machen geht. Fuhrpark, Upgrades, hey, nicht so komm rein, individuelles Upgrade. Und zwar werden wir ihn aufdrehen auf A800. Was hat der Carsten empfohlen? Und das schauen wir uns jetzt mal an. Was machen wir denn da? Wir machen hier mal die leichtere Antriebswelle rein. Eglor. Und dort haben wir gar nichts. Da haben wir eine Kupplung, nochmal schnellere rein. Was auch noch ein Thema ist, natürlich die Bremse und die Aufhängung. Und Bremse kaufen wir dazu. Die Frage, wie weit kommen wir denn da?
Ja, wir brauchen die einstellbare, es nutzt nichts. Und die brauchen wir auch noch, die einstellbaren Stabestangen. So, Gewichtsreduzierung brauche ich jetzt mal noch nicht. Jetzt schauen wir mal die Power, bitte mit der Powerbit was machen können. 87 Luftfilter, Standardprozedur und Auspuff natürlich auch. Was rein muss, muss auch wieder raus. Dann haben wir noch 6 Punkte übrig. Die können wir verheizen, indem wir ihm vielleicht ein bisschen oben raus ausgeben. Oh, das ist zu viel des Guten, zu viel des Guten. Haben wir irgendwas, wenn wir auf 800 kommen? 802 ist auch ein bisschen zu viel, da gesamt ein bisschen mehr. 803. Ja, da haben wir was. Da kommen wir genau auf 800 mit den Kolben. Das ist die Frage, ob da vorne mit. Halt, nein, falsch. Hier mit dem Tuning was machen kann. Ah, da können wir mal auf 800. Ja, machen wir das so. Jetzt haben wir auf der Klasse A800. Das ist super. Und dann müssen wir ganz geschwind ein bisschen herumschrauben. Und zwar beim Tuning. Da machen wir Reifendruck wie üblich. Ein bisschen runter auf 1,9. Komm her. 1,9. 1,9. Übersetzung machen wir jetzt ein bisschen mehr auf Beschleunigung. Achso, Getriebe, aber kannst drin. Gut, durch, dann muss es so bleiben. Sturz lasse ich mal alles. Stabilisatoren machen wir härter. Ein ordentliches Stück härter. So. Die Federn machen wir weich. Ja, die machen wir auch härter, so rum ist. So. Fahrwerkshöhe. Ein bisschen 1, 2, 3, 4. Das habe ich vom Forza 5 noch. 4 Klicks über ist meistens ein guter. Und die machen wir jetzt weicher. Aerodynamik lassen wir, Bremsen lassen wir, Differential lassen wir. So. Okay, Auto ist eingestellt, das Auto passt, aber wie gesagt, wir wollen zuerst woanders hin, nämlich. Nämlich, wo haben wir denn unseren Flieger? Wo ist er? Da ist er, ganz weit weg. Mit der Schnellreise fetzen wir da mal hin. Allerdings brauchen wir das nicht die Lotus, sondern bekommst ein anderes Fahrzeug. Was war das noch für einer? Ich weiß gar nicht mehr. Kann mich gar nicht mehr erinnern. Ich weiß nur, dass es damals knapp nicht geklappt hat zu gewinnen. Aber ich glaube, das war ja der Tag, wo ich mit diesem Plymouth gefahren bin. So, North by Northwest. Das Event, die Herausforderungen nehme ich natürlich jetzt noch einmal an. Es muss doch zu machen sein, kann es aber nicht wahr sein. Ja, bist du übrigens die erste Fahrspaßliste absolviert. Die war ordentlich zäh, zumindest das letzte Event. Das war das, wo man von diesem Hügel quer durch den Wald runterfahren musste. Und mit dem Ford F-150 sind wir unterwegs, genau. Na dann, auf geht's. Die Fahrspaßliste, die war wirklich ganz eine harte Partie. Dieses Rennen durch den Wald war wirklich Hölle, ohne Zurückspulen und nichts. Habe ich nicht geschafft. Ich habe es dann mit Zurückspulen gemacht, da ist dann gegangen. Auf Anhieb. So, jetzt konzentrieren wir uns hier auf dieses Race. Ein bisschen hinten. So ausschaut. Da liegt man immer hinten, glaube ich. Abgestimmt ist dieses Vehikel überhaupt nicht gut. Abkürzt das Ganze. Also, jetzt haben wir schon ein bisschen was gut gemacht. Ich glaube, jetzt sind wir knapp dran. Da
da müssen wir gerade rauf. Vom Gefühl her läuft es wesentlich besser wie letztens. Ich liebe es immer wieder hier bei Forza Horizon einfach so mal quer für Leute zu fahren. Lässt man nicht den Checkpoint irgendwie verpasst oder sowas, wenn man erinnern kann? Oh, 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 da bin ich noch immer hinten, ha? Huh? Oh, oh. Eieieiei, das ist jetzt wieder nicht ausgehen, habe ich das Gefühl. Nein, der ist in Führung eindeutig. Wenn man hier die Checkpoints als Wertungspunkt nehmen kann. Das ist die Frage. Ist jetzt spannend. Oh, 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 oh. Oh, da ist bleiben hängen. Wow. Ui, ui, ui. Sieht das mit den Flugzeugen wie ein Kinderspiel aus. Nächstes Jahr versuche ich eine Concorde aus dem Ruhestand zu holen. Gut gemacht. Eine Sekunde 30, also das sieht man doch, dass es knapper ist. Okay, na dann kann ich sagen, souverän gewonnen, souverän. Alter Schwede, jetzt haben wir gerade ein versemmelt. Zum Schluss dann nochmal gegen die Wand. Na toll. Gut, also. Schau's an, Level 99, das geht auf 100 dazu. Na, das ist aber schön. Auf jeden Fall haben wir das jetzt geschafft und jetzt können wir uns den Events mit der Lotus annehmen. Hey, du kannst dein Alpha im Fuhrpark abholen. Komm vorbei, wenn du Zeit hast. Aber keine Eile, die Leute kommen gerne. Ja, ist schon gut, weil ich habe jetzt alle Scheunenfunde auch benannt. So, jetzt pass auf, mit was fangen wir an? Wir fangen an mit diesen kleinen Extreme Track Toys Rundstreckenrennen. Schnellreise hin und gib ihm. Schau mal, das schaut sehr interessant aus, da in der City, in Nizza, da durch die Gassen zu fetzen. Also diese Landschaft ja auch sehr gut gelungen, also diese Mischung zwischen City, Stadt, Ortschaft, Landschaft und so weiter. Vorbei, ich weiß nicht, einen Blick auf deinen Schlitten zu werfen. Das ist designtechnisch wirklich hammert, oder? Die Herzahl drauf. Unglaublich. Mädchenpower voraus. Manga-Style. So, oh, schlechtes Wetter. Eieiei. Oh, sind das lauter Lotus, oder wie? Schau es an. So, dann schon bei der Schwierigkeit schon, ob ich wieder alles so gestellt, ob wir es haben will, zugespult ist aus. Genau. Gut, Treibertal-Schwierigkeit. Profi! Na dann. Herumgeschoben da. Die fährt's wirklich lustig. Also von problemloser Führung ist einmal gar nichts. Sieht auch wieder Meisterschaft zum Kämpfen werden, das sehe ich schon. Ein bisschen was von den Passanten mitgenommen. Fallen hin. Letzte Runde auf Platz 4. Ei, ei, ei.
Müsste jetzt schon noch was geben. Wow! Du bist ganz, ganz böse noch vorgearbeitet. Ich bin jetzt auf Platz 1, da schon ein bisschen ist gegangen. Durch Zauberei, wie es ausschaut. Jetzt müssen wir es nochmal ins Ziel kriegen. Ja, ja. Sieht aus. Wunderbar. Erste Runde, erste Rennen gewonnen. Ist schon mal gut, das gut anfangen. Du hast schon ganz schön viele Fans. Ja, jede Menge Level 1 mit dabei. Schau, Vampirfürst, du hast Level 1? Ja, schau her. Das kann aber nicht stimmen. Also ich glaube nicht, dass das wirklich stimmt. Ha? Snow White Wolf, dass der erst Level 1 ist, kann man nicht vorstellen. Der spielt sicher das schon länger. Das gibt es ja gar nicht. Ja, egal. Sei es wie sei. Ich bin Erster, das ist wichtig. Zack, Level 100. Ich erst Level 100, ich habe schon Leute gesehen, sind ja bei 300, was haben wir gesagt, das ist die höchste gesehen, glaube ich, 380, wenn es mich nicht täuscht. Was, 280, nein, über 300 habe ich schon gesehen. Wir sind gemeinsam mit Autotour, waren wir unterwegs. So, dann drehen wir mal für einen Preis. So, komm, jetzt lassen wir die 100.000 Credits flitzen. Ja, damit. Her mit der Kohle, her mit der Kohle, her mit der Kohle. So, nächstes Event ist eh gleich um die Ecke. Da her, da, ah, da fahren wir hin, da brauche ich keine. Da braucht man keine Schnellreise, das schaffen wir so. In 100 Metern nach links abbiegen. In 400 Metern nach links abbiegen. Nach links abbiegen. In 100 Metern nach links. So, sind wir schon da. Circuit Grandiose, das macht sich schon mal ganz böse an. Für meinen Blick aufs Auto hier von draußen. Im schönen Abend, Gewitter, Regen, Licht, was heißt da schön? Eigentlich hässlich, aber egal. So, auf geht's. Ich finde den Begriff Extreme Track Toys ideal. Wirklich so ein Straßenspielzeug, so ein Auto. Ja, da haben wir nicht lang rum, oder? Auf geht's. Gentlemen, start your engines. Eine Streckenführung mal kurz einen Blick machen da links. Ah, okay. Da ist ein bisschen schärfere links. Ein bisschen auf die Bremse steigen müssen. Oh. Ah, das kostet Zeit, da was mitzunehmen. Eieiei, da falle ich zurück. Alter Schwede. Schatten, komm, nimm mich mit, zieh mich mit, zieh mich mit. Es geht voll, jawohl. Jetzt auf zum Drängeln da! Brauch nicht wirklich jede Laternenmasten mitnehmen. Das muss nicht sein. Sie haben einen Fähigkeitenpunkt erhalten. Freut mich narrisch, aber für das habe ich gar keine Zeit, Mädel. Twinschotten. Komm, 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 zieh mich mit. Ah! Zieh mich mit, aber lass mich vorbeifahren. 6, das ist nix, das ist nix. Ja,
schon wieder die Telefonzelle. Warum steht die immer noch da? Oh, der Pfosten steht da. Ei, ei, ei. Nein, 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 nein. Hinter mir bleiben. Fix. Das macht schon Fun, in der City mit Vollgas durchzuziehen. Ei, ei, ei. Nein, 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 eine Runde ist noch, ne? Ich muss da vorkommen, ich muss da Gas geben. Kann aber runter mit dem Hügelschwung mitnehmen. Ansaugen. Geht schon. Ah, nutzt nichts. Schaut. Mach auf der Couch schon ganz klein, sich im Windschatten. Ich zieh den Kopf ein. Ich zieh den Bauch ein. Nutzt nichts. Diese Telefonzelle, vor allem, wer baut das immer so schnell auf? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Oh, das war jetzt schön, siehst du, das Bremsen zahlt sich schon aus, jetzt bin ich wirklich dran. Ah, das habe ich noch berührt, das war nichts Gescheites. Was verschwindet da? Schön vorgearbeitet, schau, Platz 3. Bremsen zahlt sich schon ab und zu aus, ah, gell, sonst nix. Nur ein Fähigkeitenpunkt verdient. In einer Brenne schon 2. Das Ziel ist voraus. Ah, schau, krieg ich noch. Komm. Phoenix, setz den anderen an. Ah, das geht sich nicht aus, schau's an, komm nicht vorbei. Ach, schade. Er zieht mich so schön. Oh, hinter mir muss ich aufpassen, hinter mir. Ja, gut, guter dritter Platz, der ist in Ordnung. Okay, das ist gar nicht so schlecht. Damit kann man arbeiten. Nur aufpassen, wie schaut es mit der Gesamtwertung aus? Schau das an, bin ich schon wieder hinten. Herrschaftszeiten, schau es an, 2 Punkte. Na doch, schauen wir, zum dritten habe ich ein bisschen Spaß, aber vorneweg, eieiei. Das wird wieder so eine knappe Partie werden. Das gefällt mir gar nicht, das gefällt mir gar nicht. Wehe. 20.000 Credits. Und, schau so, 14.000 EP. Das war wirklich eine satte Partie. Schau es an, fast auf 101. Unglaublich. Uhuhuhu. 2 Punkte bin ich schon hinten, mein Führenden. Na, okay. Das ist dieser Munich, Ultima Munich, oder wie der geheißen hat, da. Warte mal ganz kurz, weil ich gerade die Autos sehe. Schön mal ein Foto schießen, das ich ein paar wieder gemacht habe. Einfach so, dass sie getan sind. Ich habe da gesehen, um diese Lotus-Geschichte. Ein Knipsomat. Siehst du das? Nur ein Fahrzeug im Prinzip. Was ist, diese ganzen Lotus da jetzt sind. Das heißt, pass auf, jetzt machen wir das nächste Event. Da muss ich mich zusammenreißen. Also wir müssen da diesen Punkt Vorsprung aufholen. So, die Frage, was geben wir uns? Geben wir uns zuerst das da oder wo geht's denn da hin? Na, machen wir zuerst das da, das ist eine Umgebung. Ja, da fahren wir auch hin, da brauchen wir auch keine Schnellreise, das machen wir so. Da fahren wir ein bisschen in die Außenansicht, ein bisschen das Vehikel ein bisschen zu beobachten, zu anzuschauen. Erreicht. Gut so, Ziel ist erreicht, wir sind da.
die besteht der Benz T als Kennzeichen. Was hat denn der für Dings? Was ist das für ein EU-Symbol? Ah, wurscht, egal. So, Marsena Sprint. Geht schon, auf geht's. Jetzt hoffe ich, dass dieser Münchner da hinter mir steht, weil das wäre schon mal ein guter Vorteil. Zwei Punkte. Mann. Schau mal auf die Startaufstellung, wo steht er? Der steht. Ach du Scheibenkleister, der steht wieder ganz vorne. Das ist natürlich sehr suboptimal. Das. Ach du. Jetzt muss ich hoffen, dass er mir die Botanik schmeißt, dass ich vorkomme. Verstehen, warum der Punktführende vorne positioniert ist. Ist mir nicht ganz so klar, warum das so ist, aber gut. Lass mich vorbei, ich muss nach vorne. Mann. So wird es nichts, mein Freund, so wird es nichts. Ach, Mann! Hey. Wo schiebt er mich hin? Schemmkleister, echt. Ich glaube, das Rennen müssen wir wiederholen. Das geht einmal gar nicht. Die Stadtmeister, das ist Brechstangen Racing, das ist nichts. Wenn wir ein bisschen konzentrieren, das ist nichts Gescheites. Wenn man was mit Gewalt will, das geht nicht. Das wird nichts. Das wissen wir nicht. So, jetzt hat nochmal gescheit. Besser aus, gell? Oh, der war jetzt nicht schlecht, der Zug. Ich Poker ist der. Mein Erzfeind. Mein Freund, komm her. Krieg dich schon. Am Baum hängen bleiben, das wäre es gewesen.
Klebt man der Backe. War ziemlich knapp auch noch. Bei 80%. Oder habe ich so einen Vorsprung rausgeholt? Auch nicht viel, aber ein bisschen. Jawohl. Schön gefahren, Kumpel. Du machst dir langsam richtig an. Uiuiui. Oh, jetzt bin ich mit I 2 Punkte in Führung, wenn es wahr ist. Achtung. Jawohl, knappe Geschichte. Und ist kurz vor Schluss. Ein Race noch. Findet ihr das eigentlich in Ordnung, wenn ich eine Race wiederhole oder nicht? Das wäre interessant, wie ihr das seht. Also für mich habe ich gesagt, so 2 Versuche, 3 Versuche habe ich. Aber wenn ihr jetzt sagt, nee, das wollt ihr gar nicht, dass möglich alle spielen so also am ersten Versuch, dann schreibt es bitte in die Kommentare, dann werde ich mich dran halten. Ja, wie ihr auch immer ihr das wollt, mir ist alles recht. Design bewerten, ja, das Design mögen wir. Lady Outfit. So, für den Preis drehen wir doch einmal. Was gibt es da Schönes? Achtung, es gibt jetzt 10.000 Credits, oder? Und? Oh, 18.000, na gut. So, was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, hier ist das letzte Event. Da werden wir mit der Schnellreise hinfahren. Und jetzt heißt es, vor Munich anzukommen, vor Munich Poker. Das ist ganz, ganz wichtig. Sonst habe ich, glaube ich, eh Spazi nach hinten weg. So, East Shore Street Race. Dann. Street Race, glaube ich, heißt, dass wir auch Verkehr haben auf der Strecke. Das ist dann immer ganz eine böse Geschichte. Ich habe das Talent, magisch mich gegen die, also auf die anderen Fahrzeuge hin zu magnetisieren. Das klappt immer sehr gut, komischerweise. Wie lauter Lotus, ja. Oh, das ist wirklich lauter Lotus. Okay, schauen wir mal. Du hast dich wirklich gut geschlagen. Du musst nur noch das nächste Rennen gewinnen. Dann ist wieder ganz vorne. Dir. Fix eine. Wieso ist der immer ganz vorne? Das finde ich unfair. Okay, so dann. Los geht's. Ich finde es so unfair, aber. Jetzt muss ich mich konzentrieren, jetzt muss ich ein bisschen ruhiger sein, glaube ich. Ich muss einfach crank it up. Thank you.
Der Fly Phoenix ist doch mal wurscht, der tut mir nicht weh. Okay, jetzt bin ich gespannt. Jetzt bin ich gespannt. Zweiter Platz, 16 Punkte. So, ich traue mir gar nicht drauf drücken, aber ich hoffe, dass es ausgegangen ist. Ich habe es im Kopf nicht mitgerechnet, ich weiß es echt nicht. Wo ist der Münchbucker? Der ist hinter mir, das, den habe ich mal. Ich klicke. Ja, Hammer. 70 Punkte, 66 und 60. Eine knappe Geschichte, das Ganze, echt. Aber boah, der Lotus hat Spaß gemacht. Ein fesches Fahrzeug, eine gute Idee gewesen vom Carsten, dass ich die nehmen soll. Jawohl, Meister. Noch 5 muss ich gewinnen. Oh, da jubelt die Menge, tosend Applaus. Sie rufen, ich will ein Kind von dir. Der Star schlechthin. Super Sache. Natürlich seid ihr wieder am Drücker, ist eh ganz klar, denn es geht in die nächste Meisterschaft. Das heißt, ihr müsst wieder entscheiden, welche Klasse, welche Meisterschaft ihr haben wollt und welches Fahrzeug natürlich auch. Ja, jetzt schauen wir mal. Okay, ich weiß nicht, ob du Bescheid weißt, aber das nächste Schaurennen beginnt bald. Triff mich hier. Das nächste Schaurennen ist, werden wir es natürlich auch geben, aber das nächste Mal. Jetzt schauen wir mal zum nächsten Event. Das ist die Frage, wo muss ich da hin? Da muss ich hin. Oder? Wo muss ich denn hin? So, da fahren wir mal hin zu dem Track Toys. Das müssen wir jetzt abschließen, das Ganze. Dieses Schaurennen schaut auch sehr spannend aus. Dicker Brummer, dicker Flieger. Aber das machen wir das nächste Mal. Das ist das Gusto-Stück fürs nächste Mal. Jetzt schauen wir mal, welche Meisterschaft das ansteht. Oh, nicht verfügbar. Nicht verfügbar. Muss ich da jetzt wirklich diese Dings machen? Das kann es ja nicht sein, oder? Ey, Blödsinn. Ich muss da her. So schaut's aus. Da muss man her. Es steht dann neu und da kann man sich eine neue Meisterschaft aussuchen. Genau, dann haben wir's. Und das macht ihr jetzt dann. So, komm. Zoom mich ein bisschen schneller hin. Ratzfatz, los geht's. Jetzt sind wir richtig. Wo gibt's die nächste Meisterschaft? Wo muss ich denn hin? Ich glaube, ich muss zuerst das Ding machen. Kann das sein? Fuhrpark. Und Autosalon. Okay, wisst ihr was? Dann gibt es diesmal nichts auszusuchen. Beziehungsweise könnt ihr natürlich schon sagen, was ihr sehen wollt das nächste Mal. Ich weiß ja nicht, was für Auswahl das dann gibt. Aber diese Schaurennen, das gibt es wirklich alles das nächste Mal. Für dieses Mal soll es genug sein, denn wir haben jetzt schon wieder hier 42 Minuten. Ja, bin schon gespannt, was hier dann abgeht. Wie gesagt, das nächste Mal das Ganze. Sag ich mal, danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder. Wenn ihr was sehen wollt, hören wollt, wie auch immer, in die Kommentare rein damit. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, ciao, euer Bitwalker.